La Gotto Romagnolo. Ciao, ragazzi. Ich begrüße euch auf Italienisch, denn heute dreht sich alles um den italienischen Wasserhund, den La Gotto Romagnolo. Ja, du bist toll. Aber komm, wir stellen dich mal vor. Das hier ist die Abby. Schau mal in die Kamera. Da, sitz. Und ihr habt es bestimmt schon gemerkt, Abby und ich sind auf der Suche nach was ganz Besonderem. Ja, und dafür brauchen wir unsere super Spürnase. Was das genau ist, das verrate ich euch gleich, aber vorher gibt's noch die Quizfrage. Was ist das Besondere am italienischen Wasserhund? Antwort A. Er hat kaum. Oder Antwort B. Er frisst nur Fisch. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung, aber jetzt habe ich erstmal ein paar tolle Infos für euch. Die sind toll, die Infos. Ja. Der La Gotto Romagnolo ist ein Wasserhund und stammt ursprünglich aus Italien. Die Apportierhunde halfen bei der Wasserjagd und brachten erlegte Vögel zu ihren Herrchen. Die lebhafte Rasse gibt es schon sehr lange. Sie können gefleckt oder einfarbig sein, zum Beispiel weiß oder braun, aber niemals schwarz. Die La Gotti lieben Wasser und haben ständig feuchtes Fell. Damit ihre Locken nicht verfilzen, sollte man die langhaarigen Zottel am besten alle 2 Monate scheren. Ja, da ist dein Herrchen, gell? Hallo, Alex. Hallo. Na, und wen haben wir hier noch? Yoshi. Also die Abby und ich haben schon sehr fleißig gesucht, aber wir haben leider nichts gefunden. Ich glaube, wir müssen erst mal erzählen, was wir überhaupt suchen. Und zwar suchen wir Trüffel. Erzähl mal, was genau ist denn überhaupt ein Trüffel? Das ist ein Pilz, oder? Ich habe einen mitgebracht. Das ist ein Pilz, der unter der Erde wächst. So sehen die aus. Also riecht sehr intensiv. Kann man so auf die Pizza und auf die Nudeln zum Beispiel machen. Schauen wir mal, ob die finden, dass es gut riecht. Ah ja, schau mal, der Yoshi findet es. Ey. Gleich ganz interessant. Yoshi will gleich suchen. Gut zu wissen, der will gleich suchen. Wo finden wir denn jetzt den Trüffel? Also es gibt welche im Wald, die stehen aber unter Naturschutz. Aha. Die dürfen wir leider nicht suchen, aber wir können den da verstecken. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich liebe nämlich Verstecken. Das reicht schon, den packe ich jetzt da rein. Ich glaube, hier ist gut. Und ich packe noch einen Stock drüber. Den findet die Abby nie. Also ich kann mir meine geheimen Verstecke nicht merken. Da müssen jetzt die Spürnasen ran. Alles versteckt und ich glaube sogar ziemlich schwer. Wollen wir die Hunde loslassen? Lassen wir so los. Darf ich die Abby machen? Na klar. Seit mehr als 150 Jahren helfen die La Gotti bei der Trüffelsuche in Italien. Dort ist die Suche nach dem Edelpilz nämlich erlaubt. Aber ob der natürlich wächst oder von Frauchen Anna versteckt wird, völlig egal. Hauptsache buddeln. Herr Yoshi hat schon einen gefunden. Ah, das ging aber schnell, Yoshi. Zeig mal. Die fressen den Trüffel gar nicht, die bringen den. Der wird gebracht. Das habe ich den beiden beigebracht. Immer wenn sie mir gebracht haben, habe ich denen ein Leckerli gegeben. Und deswegen bringen die Trüffel einfach zu mir. Aha, also Trüffelhunde mögen gar keinen Trüffel, die wollen den nur finden. Ab und zu essen sie mal einen, um sich selbst zu belohnen. Aber in der Regel bringen sie die vorbei. Sehr nett. Ich habe aber noch viel mehr Trüffel versteckt. Sucht mal weiter, kommt, sucht mal weiter. 1 Kilo Burgundertrüffel kostet momentan ungefähr 950 Euro. Sag mal, wenn du jetzt extra Trüffel kaufen musst und gar keine im Wald finden darfst, warum machst du die Trüffelsuche überhaupt? Mir ist es wichtig, dass man den Hund in dem unterstützt und trainiert, für was sie gezüchtet worden sind. Und die Trüffelsuche lastet das Hirn von den Hunden extrem aus. La Gotti sind ausdauernde und kluge Hunde. Die Trüffelsuche ist für sie also Beschäftigung für Kopf und Körper. Perfekt gefunden. Obwohl ich den Stock draufgelegt habe. Und nach so viel Arbeit sehnt sich ein gesunder Geist in einem gesunden Körper nach Entspannung. Oh oh, das ist natürlich jetzt eine schöne Sauerei, wenn die. Vor allem der Yoshi, der wird ja richtig dreckig. Aber das stört dich nicht, ist okay für dich. La Gotto bedeutet auch gleich dreckiger Hund. Na dann, sudelt euch ein, so viel ihr wollt. Die brauchen super viel Bewegung, die müssen super viel arbeiten. Brauchen die dann auch ganz viel Platz bei dir zu Hause? Eigentlich reicht auch eine 3-Zimmer-Wohnung. Garten ist natürlich schön, aber wenn sie vom Kopf richtig ausgelastet sind,
dann ist eine Dreizimmerwohnung völlig in Ordnung. Also lieber Arbeit fürs Köpfchen als viel Platz zu Hause. Genau richtig. Was kostet denn eigentlich so ein italienischer Wasserhund? Circa 3000 Euro. Aber das ist schwierig, überhaupt einen Lakotto zu bekommen. Auf die Abby habe ich ungefähr 2 Jahre gewartet, weil es ganz lange Wartelisten gibt. Woran liegt das, weil die Hunde so beliebt sind? Weil die Hunde einfach so extrem selten sind bei uns in Deutschland. Okay, also es ist ein richtiger Liebhaberhund. Ein richtiger Exote und Liebhaberhund, ja. Und die Hunde lieben auch ihren Alex. Lagotti sind freundlich und gelten eigentlich als unkompliziert. Yoshi, Abby, komm! Und ab in die Box. Okay. Abby! Hey! Der Yoshi ist jetzt schön gekommen, aber die Abby, die macht eigentlich, was sie will. Ja, das spricht mir auch dem Lagotto zu, dass er eher ein sturer Hund ist. Intelligent, aber stur. Mhm. Gut, was machen wir jetzt? Wir müssen sie holen. Ach so. Na komm. Komm raus. Komm in die Box. Klar. Na komm. Oh. Will nicht. Morgens ist Abby immer die Erste in der Box. Komm, Abby, Box. Vergiss es. Aber jetzt möchte die sture Lagotto-Dame noch nicht heim. Da muss sich aber jemand schon sehr bitten lassen. Die Abby hat ihren eigenen Kopf. Ja, das merkt man auch. So, Abby, rein mit dir. Die Hundeschule war für das eingespielte Trio sehr wichtig. Denn Lagotti brauchen eine freundliche, aber konsequente Erziehung. Was kommt denn bei deinen Hunden auf den Tisch? Wie du schon sehen kannst, ich habe Frischfleisch für die Hunde vorbereitet. Mhm. Salat und auch Gemüse. Also, was ich tatsächlich noch nie gesehen habe, ist, dass ein Hund Salat kriegt. Das ist ja witzig. Das alles geht dann ab in den Mixer. Bei guter Ernährung werden Lagotti im Schnitt 15 Jahre alt. Sieht gut aus. Und riecht auch gut. Statt Trockenfutter kommt bei Alex also Hühnchen mit Salat und Gemüse in den Napf. Dann wollen wir doch mal sehen, wie verfressen italienische Wasserhunde sind. So. Yoshi kommt sofort. Yoshi ist 4 Jahre, Abby 2. Beide sind somit ausgewachsen. Aber für einen Hund, der sich so viel bewegt und so viel arbeitet, kommt mir das gar nicht so viel Futter vor, oder? Es ist abgewogen, das Futter, dass die Hunde nicht so dick werden. Ah, muss man da aufpassen. Die neigen schon zum Dickwerden. Während Yoshi brav in seinem Hühnchensalat wühlt, scheint die sture Abby ihre Vitamine heute satt zu haben. Der Abby schmeckt heute auch das Gemüse nicht so. Das Gemüse ist noch übrig. Also ein Hund, der Salat frisst, habe ich jetzt wieder nicht gesehen. Das ist ja wirklich ein komischer Tisch hier. Das ist ein Tisch zum Hundescheren. Aber kurzgeschoren ist die Abby ja jetzt schon. Was machen wir denn dann? Die Ohren müssen regelmäßig sauber gemacht werden und gezupft werden. Rausgezupft werden die Ohrenhaare, das hört sich ein bisschen schmerzhaft an. Tut dem Hund überhaupt gar nicht weh. Okay. Bei den Lagotti wachsen die Haare bis ins Innenohr. Beim Buddeln und im Schlammsuhlen kommt unweigerlich Schmutz in die Lauscher. Und wenn der nicht raus kann, gibt's eine fiese Ohrenentzündung. Ganz wichtig, nicht planlos rumpulen, sondern von der Tierärztin oder dem Tierarzt zeigen lassen und Ohrenpuder verwenden. Fingerspitzen, ja, ganz genau, die Fingerspitzen einreiben und dann sind's die kleinen Härchen ganz innen im Ohr. Du kannst da ruhig reinfassen und kannst sie rauszupfen. Genau. Oh, und die gehen eigentlich relativ leicht. Ganz genau. Und du hast gemerkt, der Abby tut es gar nicht weh. Die bleibt da liegen und ist völlig entspannt und genießt das Wellnessprogramm. Entspannen Sie sich im Salon Anna. Wenn ich jetzt hier ansonsten so durch das Fell gehe, da bleibt fast nichts in meinen Fingern hängen. Also eigentlich ein super Allergikerhund, oder? Ja, auf den ersten Blick hin, aber nicht die Haare sind die Ursache der Allergie, sondern der Speichel von dem Hund. Und deswegen kann es schon sein, dass ein Allergiker trotzdem auf ein Lagotto reagiert. Abby, komm! Liz, komm her! Ja, fein! Kuschelzeit! Kuschelzeit ist doch die schönste Zeit. Also, ich merke schon, zutraulich
sind sie, oder? Absolute Kuschelfanatiker. Würdest du denn sagen, der italienische Wasserhund ist ein Familienhund? Absolut. Vor allem mit Kindern passt der Lakota super in die Familie. Ja, und wenn du da mal länger wegbleibst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die hier auch ein bisschen Rambazamba machen, oder? Die machen auch mal Rambazamba, aber ich habe den Lakota immer dabei. Yoshi und Abby kann ich überall mit hinnehmen. Und sie sind auch immer bei ihrem Menschen gerne dabei und möchten am Leben teilnehmen. Jetzt habe ich ja schon super viel erlebt mit dir und deinen italienischen Wasserhunden, aber sie sind ja Wasserhunde. Da frage ich mich natürlich auch, ob die nicht gerne schwimmen gehen. Die gehen super gerne schwimmen. Wasser ist das Element der italienischen Wasserhunde. Also die haben da richtig Spaß, das will ich natürlich sehen. Ich habe uns auch was mitgebracht, ein Wasserspielzeug. Wenn ich das reinschmeiße, dann holt der Yoshi das? Im besten Fall. Okay, weißt du was? Ich habe auch was mitgebracht, und zwar ein Seepferdchen. Also wenn der Yoshi das wirklich schafft, das zu holen und mir zu bringen, dann bekommt er das. Denn wir bekommen ja auch immer Seepferdchen verliehen, wenn wir besonders toll schwimmen können. Da freut er sich bestimmt drüber. Und jetzt bring's! Leinen los für die Schwimmmeisterschaften. Yoshi scheint ein zweiter Platz auf dem Siegertreppchen zu genügen. Hierher, komm! Und Abby bringt ihre Beute zu Herrchen Alex statt zu mir. So wird das nichts mit dem Abzeichen. Ich schmeiß noch mal, ja? Eine Chance aufs Seepferdchen habt ihr noch. Und bring's! Komm, Yoshi, gib auch ein bisschen Gas. Jetzt hat sie es verloren. Abby, bring's! Schnell, bring! Ja, so ist fein! Ja, super! Oi. Wir sind alle drei klitsche-klatsche das. Aber die Abby hat's geschafft und kriegt hiermit das Seepferdchen verliehen. Dann nehme ich's halt selber. So, Abby, du musst mir jetzt mal noch die Quizfrage beantworten. Was ist denn das Besondere an euch italienischen Wasserhunden, hä? Antwort A, ihr haart kaum. Oder Antwort B, ihr fresst nur Fisch. Hm? Antwort A ist richtig. Antwortest du für die Abby, na gut. Kannst du das bestätigen? Keine Haare in der Wohnung, aber dafür viel Dreck. Man muss also gerne putzen. Ich hatte echt jede Menge Spaß, wir haben tolle Sachen erlebt. Ist ein super Familienhund, aber die halten einen auch ganz schön auf Trab. Man muss sie immer beschäftigen und sich neue Sachen fürs Köpfchen ausdenken. Und weil ihr so gerne spielt, machen wir das jetzt auch noch eine Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus!